Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Bildvideo, diesmal zum letzten der drei Zweihandnikanas, dem Tenet Livia. Das Tenet Livia ist ein Zweihandnikaner, dieses bekommt man von Ergoglast. Heißt, ihr müsst in eines der Relais gehen, zu dem Perquin Sequence, so heißt das Syndikat, dieses mit dem Dreieck von den Korpus. Dort könnt ihr zu Ergoglast gehen, den Anführer des Syndikats, und könnt da dann diese Waffe kaufen für 40 korruptierte Holo-Keys, die man wiederum von Void-Sturm-Missionen im Railjack bekommt. Ich glaube, es sind nicht mehr 40. Oder man bekommt inzwischen mehr. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden seit das alte, seit dem letzten Bildvideo zum Tenet Livia. Und ja, das Tenet Livia würde ich meiner Meinung nach, ist jetzt auch ein bisschen subjektiv, ist das Beste der drei Zweihandnikanas. Das Tenet Livia, lasst euch jetzt nicht hier verwundern. Das ist ein Skin. Normalerweise sieht das Tenet Livia folgendermaßen aus. Und das Tenet Livia hat eine passive Fähigkeit, wie viele neuere Waffen. Wie ihr seht, haben wir hier ein Schild. Die passive Fähigkeit vom Tenet Livia ist, dass es eine erhöhte Blockreichweite hat. Absoluter Schmutz. Also, die Passive können wir vollkommen in den Müll kloppen, braucht kein Mensch. Schauen wir uns mal die Stats im Vergleich an. Mit dem Tatsu. Sagen wir es mal so. Wir haben eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,08, das ist okay. Wir haben eine höhere Crit-Chance von 28, einen leicht niedrigen Crit-Multiplikator von 2,2, einen leicht niedrigen niedrige Status-Chance von 28 statt 30, weniger Einschlagschaden, weniger Durchschlagsschaden, dafür deutlich mehr Schnittschaden, also wirklich mehr als doppelt so viel und halt kein Elementar-Modus direkt auf dem Ding. Allerdings ist das eine Tenet-Waffe, wie jede Tenet-Waffe, die man normalerweise von den Sisters bekommt, bis auf die speziellen, die man halt von Ergoglast bekommt, hat das Ding einen Elementarbonus. Bei mir sind es 46,8% Kälteschaden. Das Ganze kann bis zu 60% hochgesteckt werden. Kälte, würde ich das drauf empfehlen? Eigentlich nicht. Ist aber eins der zwei Elemente, die ich haben wollte. Entweder Kälte oder halt Gift. Und da Kältegrad in einem relativ hohen Prozentsatz da war, habe ich Kälte genommen. Im Nachhinein, Gift ist besser, aber Kälte wird ja in Zukunft gebufft oder ist schon gebufft, wenn das Video rauskommt. Ich glaube nicht, dass das was ändert, aber ja. Ihr wollt eigentlich Gift auf der Waffe drauf haben. Das wäre das Beste. So, ich habe natürlich für das Tenet Livia, wie auch für die anderen, zwei Builds vorbereitet. Eins, ganz normal zum Combo spielen. Zwei, Heavy Attack. Nun, genau wie bei den anderen muss ich vorher sagen, wir benutzen den Naramon-Fokus. Bedeutet, unser Combo-Zähler setzt sich nicht zurück, sondern wird immer weniger mit der Zeit. Dann benutzen wir Excalibur Umbra mit Arcana Heap. Heißt, wir haben eine Chance, wenn wir einen Gegner angreifen, dass wir 60% mehr Angriffsgeschwindigkeit für 18 Sekunden bekommen. Würde ich bei jeder Nahkampfwaffe empfehlen. Benutze ich auch bei jeder Nahkampfwaffe, also bei jedem Nahkampfwaffenbild. Dann muss ich dazu noch sagen, wir benutzen Excalibur Umbra, der hat eine passive Fähigkeit, das heißt, ihr bekommt 10% mehr Damage auf Schwerter und 10% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das sollte auch für das Tenet Livia gelten. Ja, so viel zu den Infos. Wir gehen in die Builds. Bild Nummer 1, ein ganz normales Combo-Bild. Wir haben Weise Klinge, die einzige Haltung, die wir haben bei Nikanas, bei Zweihand-Nikanas. Dann Primed Reichweite und Primed Raserei. Reichweite würde ich drin lassen, ist nett, weil wir haben eine relativ niedrige Reichweite im Gegensatz zu anderen Zweihand-Nikanas. Dann Primed Raserei kann man austauschen, wenn ihr gegen niedrigere Level-Gegner spielt. Berserker-Raserei ist eine Option. Könnte man mit reinnehmen. Gibt uns overall mehr, müssen aber halt dafür auch zwei Gegner töten. Und der Buff läuft auch aus, wenn wir nichts töten. Das sind 15% mehr Angriffsgeschwindigkeit maximal. Also ob ihr da Primed Raserei reinnehmt oder Berserker Raserei, minimaler Unterschied. Dann Blutrausch,
für Crit-Chance stapeln wir mit dem Combo-Multiplikator. Zustandsüberladung für Nahkampfschaden, für gegenwirkenden Statuseffekt. Wir haben Einschlag, Durchschlag, Schnitt und Virus. Das macht also maximal, kurz mal rechnen, 320 Bonusschaden. Ist praktisch doppelt so viel wie Primed Druckpunkt. Maximal. Im Endeffekt werden wir wahrscheinlich zwischen 160 und 240 Nahkampfschaden mit diesem Mod bekommen. Dann Ausweider für Crit-Schaden. Sollte klar sein. Dann offener Stahl für Crit-Chance. Ansteckende Plage für Giftschaden in Kombination mit natürlich meinem Standard-Kälteschaden auf der Waffe. Wenn ihr eine Waffe mit Giftschaden habt, nehmt ihr hier einen anderen Mod. Wie heißt der Kälte-Mod? Ein Moment. Bösartiger Frost. Und Karnes Mandible für Schnittschaden und Statuschance. Warum Karnes Mandible? Ganz einfach, wir wollen mehr Schnitt haben als Virusschaden. Damit Schnitt häufiger pockt. Opfernder Stahl kann man theoretisch austauschen gegen nässende Wunden. Würde ich das empfehlen? Nicht zwangsläufig. Vom Testen her war Opfernder Stahl immer ein bisschen besser. Und es sieht einfach auch angenehmer aus, wenn man da Yellow und Red Crits bekommt. Orange und Red Crits natürlich. Nässende Wunden kann theoretisch besser sein, ja. Aber Opfernder Stahl ist gerade im niedrigeren Levelbereich meiner Meinung nach besser. Also in den Simulacrum hier, ich weiß, Simulacrum ist nicht unbedingt der beste Vergleich, wenn man zum Beispiel Steelpath spielen will oder sowas, weil wir hier keine Steelpath-Bedingungen simulieren können, sondern lediglich 185er Heavy Gunner. Ganz normale. Andererseits wäre es auch bei den normalen Bedingungen immer ein bisschen schwierig zu testen, zumindest alle Waffen gleich zu testen, weil in einer normalen Mission immer irgendwas passiert. Ein Warframe wird gebufft oder man wird gedebufft. Das ist halt zu unterschiedlich. Wir haben hier eine, wie nennt man sowas, sterile Testfläche. Deswegen hier Opfernder Stahl besser. Wenn ihr wollt, könnt ihr den austauschen durch nässende Wunden. Wird nicht so viel verändern, vermutlich. Deswegen will ich einfach mal gesagt haben. Wie sieht das Ganze aus? Gucken wir uns an gegen Level 185er Heavy Gunner. Müssen natürlich erst unseren Combo-Multiplikator aufbauen. Aber selbst, wir haben jetzt einen Dreier-Multiplikator gehabt. Und die Gegner sterben schon sehr, sehr schnell. Da ihr seht den Schnittschaden, wie der runtertickt. Sehr angenehme Waffe zum Spielen. Und ich glaube, es sollte klar sein, warum ich denke, dass das die stärkste, das stärkste Zweihand-Nikana ist. Super lustig zum Spielen. Generell die Zweihand-Nikana ist super geil. Und gehen wir jetzt zum Heavy-Attack-Bild. Das sieht folgendermaßen aus. Wir haben weiße Klinge. Wie gesagt, wir haben keinen Ersatz dafür, keine Alternative. Primed Reichweite, Primed Raserei ist gleich geblieben. Todesstoß für mehr Nahkampfschaden bei schweren Angriffen plus schnellere Vorbereitung zum schweren Angriff. Bekommen wir ebenfalls bei Almagan Ausweiter nochmal plus 60% schnellere Vorbereitung und 85% Crit-Schaden. 5% weniger als beim normalen Ausweiter, dafür kriegen wir aber den Vorbereitungsbonus. Dann habe ich korrupte Aufladung drin, gibt uns direkt einen zweifachen Kombo-Multiplikator, boostet unseren Damage enorm. Die Minus-Kombo-Dauer ist uns egal. Dann natürlich opfernder Stahl plus opfernde Bedrängnis für Nahkampfschaden und Crit-Chance. Wir haben hier 275% Crit-Chance auf opfernder Stahl. Ohne opfernde Bedrängnis wären wir es nur 220, deswegen die beiden in Kombination. Und als letzter Mod Gladiator Macht für zusätzlichen Crit-Schaden. Und dieser Mod ist austauschbar. Austauschbar in dem Sinne, wir können da auch verdorbener Schlag reinmachen, wie bei den anderen Nikana-Builds. Plus 100% Schaden, gibt uns aber weniger Angriffsgeschwindigkeit. Habe ich jetzt persönlich drauf verzichtet bei diesem Build. Wenn wir allerdings wissen, jo, wir spielen nur gegen Grineer, benutzen wir Primed Grineer bestrafen. Oder
wir benutzen halt einen der anderen bestrafen Mods, wobei ich die Primed-Version empfehlen würde. Wenn man nicht die Primed-Version hat, würde ich zu Gladiator Macht tendieren. Es gibt noch einen anderen Modus, einen anderen Mod, den man nutzen könnte. Sehen wir hier. Gleicher Bild, hat sich nur eins verändert. Wir benutzen Lebensschlag. Plus 20% Lebensraub bei schweren Angriff. Das kann uns helfen, wenn wir einen Frame spielen, der nicht besonders tanky ist, aber zumindest ein bisschen Leben hat. Wir können uns damit hochheilen. Das kann man auch im normalen Bild benutzen. Da wäre der Mod dann allerdings heilende Rückkehr. Pro wirkenden Statuseffekt auf den Ziel wird 9 Gesundheit wiederhergestellt. Würde ich hier nicht empfehlen. Aber kann man so spielen, wenn man Probleme mit der Survivability hat, mit seinem Frame. Wollte ich nur erwähnen, ist jetzt nicht die Empfehlung des Hauses. Das würde mehr so aussehen, beziehungsweise wenn ihr gegen zum Beispiel Grenier spielt, so. Wir testen das Ganze natürlich jetzt so, denn wir haben keinen Grenier gruppierte Bestrafen-Mod. Oder ich habe keinen. Deswegen benutzen wir Gladiator Macht. Auch hier wieder gegen 185er Heavy Gunner. Der ist tot. Der tickt noch. Ist auch tot. Auch hier wie bei jedem... direkt gestorben. Wie bei jedem 200 Nikana. Wir haben geforste Schnittbrocks. Die sind garantiert. Was ihr jetzt hier allerdings sehen konntet, war... ich habe Kältestatus geprockt. Eben wegen meiner... wegen meinem Bonus auf der Waffe. Da wäre Gift natürlich besser als Kälte. Oder Feuer, wenn man nur auf Heavy Attack spielt und nicht auf Virus Schnitt möchte. Dann wäre Feuer auch ganz nett. Das reduziert Rüstung und staggert die Gegner. Aber ihr seht, starke Waffe. Also ähnlich wie beim Pennant. Heavy Attack rockt auch hier. Ja. So viel zum Tenet Livia. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, vielleicht habe ich es ja in meinem 2021er oder Anfang 2022, könnte es auch gewesen sein, Bild erwähnt. Könnt ihr auch vorbeischauen. Aber ich denke, da waren die Builds noch nicht so ausgefeilt wie das hier jetzt. Das sind die Builds, die ich empfehlen würde. Das damals war im Nachhinein betrachtet nicht das beste Guide-Video. Aber man verbessert sich mit der Zeit. Ich verabschiede mich. Wir hören uns das nächste Mal. Ich weiß noch nicht, was es nächsten Mittwoch gibt. Wir sind ja jetzt mit den Heavy Attacks durch. Heavy Attacks 2 und Nikanas durch. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.